So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Orakel auf meinem Kanal. Und heute geht es um das Spiel Bayern gegen Dortmund. Ihr seht ja hier, ich bin ein Bayern-Fan. Und ja, seit langem schon kein Orakel mehr auf meinem Kanal. Und ich probiere es jetzt mal aus, ob es wieder ankommt. Wenn nicht, dann war es das halt. Und zwar mache ich das hier mit den normalen Match-Attacks. Und pro Halbzeit zwei Päckchen. Mein Tipp wäre ein 2 zu 1 für Bayern. Und dann starten wir mal mit der ersten Halbzeit. Bin ich mal gespannt. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben. Euren Tipp natürlich. So. Hier haben wir Schieber. Zählt natürlich nicht. Dann haben wir Ginczek. Dann haben wir Oczipka. Ibisevic. Dann haben wir hier Hannover 96 Club Logo. Dann haben wir hier. Na? Paar Flenker von Bremen. Dann haben wir hier De Guzman von Frankfurt. Dann haben wir Belfodil von Hoffenheim. Und hier haben wir Ballas von Dresden. Und hier haben wir Günther von Freiburg. Die haben ja gestern eine auf die Klatsche bekommen von Mainz. So, dann kommen jetzt die letzten 25 Minuten der ersten Halbzeit und wir öffnen den zweiten Booster. Mal gucken, ob hier jetzt ein Dortmunder oder ein Bayern-Spieler drin ist. So, hier haben wir Selassie von Bremen. Hier haben wir Duxch von Fortuna Düsseldorf. Irgendwie hat meine Kamera Probleme, das schnell hier. Hier haben wir Bernat von Hoffenheim. Dann haben wir Darida von Berlin. Dann haben wir Brooks von Wolfsburg. Und da haben wir das erste Tor durch Lewandowski. Das wäre das 1 zu 0. Ein Hattrick hält. Sehr schön. Also ihr seht schon, ich habe meine Kamera auf. Ich habe hier immer so eine Dings gehabt. So ein Gestell. Das habe ich immer noch nicht aufgebaut. Hermann. Ich möchte mir das irgendwie anders machen, aber darum geht es ja jetzt erstmal nicht. Hier haben wir Bittencourt von Hoffenheim. Dann haben wir hier Zimmer von Fortuna Düsseldorf und René Adler von Mainz. Ja, die haben ja gestern 5-0 gegen Freiburg gewonnen, die Mainzer. So, das war's mit der ersten Halbzeit. Und wir starten auch direkt mal gleich in die zweite Halbzeit. So, öffnen wir mal. Also ich konnte mir von den Match-Attacks drei Dinge aussuchen. Ich habe die normale Match-Attacks, ich habe die Match-Attacks Action und die Extra habe ich noch. Und ich habe gedacht, komm, hol mir diese hier. So, da haben wir Bargfrede von Bremen. Dann haben wir hier Koch von Freiburg. Dann haben wir hier Feig von Heidenheim. Na. Hallo. Bitte fokussieren. Dankeschön. Oh, sehe ich schon. Ich sehe schon. Dann haben wir hier Schulz von Hoffenheim. Dann haben wir hier Aogo von Stuttgart. Und da haben wir das 1 zu 1 durch Marco Reus. Wer auch sonst. Also mit einem Unentschieden wäre ich auch einverstanden. Dann haben wir hier Lustenberger von der Hertha. Dann haben wir ja Jonathan Tah von Leverkusen. Dann haben wir hier Eras von Nürnberg.
Und Rashica von Werder Bremen. So, und dann kommen wir auch schon zum Endspurt, zu der zweiten Halbzeit. Und es wird spannend. Es steht 1 zu 1 nach 65 Minuten. Ups, Entschuldigung. 65 Minuten. So, da haben wir hier Khedira von Augsburg. Dann haben wir hier Bebu von Hannover 96. Da haben wir Steffen von Wolfsburg. Und da haben wir das 2 zu 1 durch Joshua Kimmich. Mein Lieblingsspieler. Er kommt über die rechte Seite, geht nach innen wie Robben und macht das 2 zu 1. Das ist ja mal wunderbar hier. Sehr schön. So, hier haben wir Kramer von Gladbach. Hier haben wir Naldo, der spielt eigentlich gar nicht mehr auf Schalke. Dann haben wir hier Donis von Stuttgart. Machen die Dortmunder noch den Ausgleich oder war es das? Kai Havertz? Den sehe ich vielleicht irgendwann, vielleicht auch mal bei Bayern. Vielleicht. Dann haben wir hier Maloka von den Kleeblättern, also Greuther Fürth. Manchmal muss ich auch überlegen. Und dann haben wir Nils Petersen, letzte Karte von Freiburg. Und somit geht das Orakel 2 zu 1 aus, genau wie ich auch tippe. So, denkt dran, ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben. Erstens mal euer Tipp und zweitens mal, ob ihr mit Orakels auf meinem Kanal, ob ihr sie wieder sehen wollt. Wenn ja, dann gebt einen Daumen nach oben und wenn nein, dann auch gut. Bitte aber kein Dislike. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Orakel gefallen und würde sagen, ich wünsche euch ein schönes Bundesliga-Abendspiel und würde sagen, bis dann. Ciao.